Los geht's mit einer neuen Karriere bei NGL Biathlon. Wir gehen rein mit dem Wamsi Michel. Wir spielen auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad mit einem Durchschnittswert von 63 plus Nachladen. Also ich gebe es mir jetzt einfach richtig. Das wird bestimmt nicht besonders gut. Die stärksten Athleten mit der 71 hier mit am Start. Der Spielstand von vorher auf Hard, wo wir ja relativ sicher Zweiter waren und auch aufgestiegen wären, ist leider seit dem Update für das Spiel weg. Also da können wir nicht mehr weiterspielen. Aber ich dachte mir, wir probieren es jetzt einfach mal auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad und eben auch noch mit Nachladen und werden da sicherlich ein paar ganz akkurate Ergebnisse haben. Also so Richtung Top 20 wäre immer mal das Ziel. Ich glaube, weiter nach vorne wird das mit meinen Fähigkeiten eher nicht gehen. Also wir können hier nochmal drauf schauen. Das sind jetzt quasi die Werte, die hier mit angegeben sind. Das wird sehr hart. Aber ich habe mega Bock drauf. Unser Athlet auch, wie man sieht. Wir versuchen das natürlich langfristig durchzuziehen. Ich hoffe, dass man den Spielstand irgendwie auch mal woanders abspeichern kann, damit der mir nicht bei einem neuen Update wieder flöten geht. Und man muss das Spiel halt updaten, sonst kann man im Multiplayer halt auch nicht mehr mitspielen. Apropos Multiplayer, wer da gerne mit uns zocken will, einfach unten in der Videobeschreibung auf den Link drücken. Dort kann man dann Teil des Discords werden. Und da verabreden sich die Leute immer mal wieder. Und dienstags ist ja eigentlich auch unser fixer Termin für NGL Biathlon. Da wollten wir auch noch ein Konzept aufsetzen. Also da wird es demnächst richtig viel geben. Wir können mal ganz kurz in unseren Weltcup schauen. Wir starten in Canmore. Dann geht es nach Hochfilzen, nach Oberhof, nach Rauwitschi, Salt Lake, Ruhpolding, Pyeongchang und nach Beijing. Ich habe die Saisons ein bisschen kürzer gemacht, damit wir vielleicht dann auch immer mal ein bisschen schneller durchkommen. Mussten ja nicht endlos viele Wettbewerbe pro Saison sein und so können wir den Athleten natürlich auch immer mal wieder etwas schneller leveln. So, Bennys Skischule habe ich mir nebendran wieder hingelegt. Das Wetter in Canmore beim Auftakt im Einzel, da bin ich sehr, sehr skeptisch, dass wir im Einzel gleich gut schießen werden, ist zumindest schon mal relativ warm. Nicht nur relativ warm, sondern sehr warm. Das bedeutet, wir nehmen mal die Mastos Pro Skate oder wie Bennys Schrift es sagt, die Pro Slave. Dann gehen wir mal rein und starten direkt mal in unseren ersten Wettbewerb. Mit der Nummer 17 gehen wir hier rein. Das ist zumindest ganz gut. Da haben wir ein paar Referenzzeiten. Wir dürfen uns das momentan noch nicht auswählen, in welcher Startgruppe wir sind. Aber macht auch nichts. Das erarbeiten wir uns schon im Laufe der Karriere. Und da bin ich mal gespannt, wie weit wir kommen. Also auf Insane, wie gesagt, ich glaube wirklich so Richtung Top 20 vielleicht können wir uns ab und zu entwickeln. Vielleicht im Sprint mal, wenn ich aus Versehen zweimal die Null treffe. Aber wir können wahrscheinlich hier am Hügel schon meistens gar nicht groß reinsprinten. Man sieht schon, wie schnell der blaue Balken da weggeht. So, Osaki unten mit einem Fehler. Malinowski fängt auch gleich mal mit zwei Fehlern an. Gehört, dass es da auch Optimaleres gibt. So, ich spare mir erstmal ein bisschen den Sprint. Wir haben natürlich auch noch den Supersprint, den wir machen können. Auch in die Abfahrten rein wird da jetzt nicht groß reingesprintet. Das bringt, glaube ich, auch meistens nur relativ wenig. So, der Canmore-Bug müsste ja eigentlich behoben sein. Da gab es ja schon länger nichts mehr, dass man hier aus der Welt gefallen ist. Und wie gesagt, ich bin sehr gespannt, wo wir hinkommen. Ich bin jetzt nicht gerade gut im Training. Vor allem muss ich mich erst wieder an das Nachladen gewöhnen. Das ist dann eben nochmal ein wichtiger Faktor. Und man muss vor allem schnell schießen, weil der Puls natürlich so schnell runtergeht. Da werden mir bestimmt einige Fehler passieren. Und mit einem Athleten, mit dem man quasi gar nicht sprintet, den Puls dann eben auch richtig hinzubekommen, könnte auch kompliziert werden. So, jetzt müssen wir den Puls nämlich nochmal ein bisschen hochbekommen. Unser Athlet ist 18 Jahre alt. Da wird jetzt wahrscheinlich dann eher so der Puls. Ja, doch, das passt sogar. Wie schnell der Puls wieder runtergeht bei dem Athleten, das ist schon Wahnsinn. Vorher war das dann häufiger mal so festgesetzt. Der Puls ist jetzt schon. Also da müsste man eigentlich noch mit einem noch höheren Puls hingehen. Boah. Ja, da hat man es schon gesehen. Wahnsinn. Also da fängt es unendlich an zu wackeln. Zwei Fehler gleich mal zum Start. Schon echt krasser Scheiß, wie schnell der Puls runtergeht, wie das Gewehr anfängt zu wackeln. Bei den letzten beiden Schuss hatte ich einfach gar keine Chance mehr, groß was zu machen. Ist erstmal nur der 16. Platz für uns, weil wir läuferisch natürlich auch miserabel sind. Plus immer noch mal 20 Sekunden Schießfehler. Ja, nehme ich mit, Junge. Ich bin für dich da.
Zumindest als mentale Stütze. Brutal. Also, da müssten wir den Puls noch höher bekommen. Damit wir dann vernünftig losschießen können. Und da gibt es bestimmt auch einige, die mir nochmal ein paar Tipps geben können. Wie wir das hier am besten hinbekommen. So, überall wo es geht, Energie sparen. Selbst wenn man da mal ein, zwei Stundenkilometer langsamer ist. Aber das ist trotzdem dann tatsächlich sehr entspannt, wahrscheinlich für den Athleten. So, also der vorletzte Platz nach dem ersten Schießen, den haben wir uns auf jeden Fall schon mal gesichert. Nur der Thorstein ist noch schlechter. Der hat einfach mal drei Fehler geschossen, aber Fehler werden relativ viele geschossen tatsächlich. So, machen wir mal einen ganz, ganz kurzen Sprint hier zumindest rein, bevor es dann gleich wieder zum nächsten Schießen geht. So, ich habe sehr, sehr viel Respekt vor dem Schießen. So, jetzt haben wir den Puls sehr, sehr hoch geballert. Das war wahrscheinlich zu hoch, aber mal schauen. Ja, der ist zu hoch, der Puls. Ein Fehler, eigentlich ordentlich. Zum Start das Gewehr natürlich brutal gewackelt. Aber das wird echt eine Herausforderung werden. Entspanntes Spielen ist was anderes. So, mal schauen, nach dem zweiten Schießen sind wir immerhin auf den 13. Platz vorgekommen. Das kann mal vorkommen. Läuferisch, ja, haben wir tatsächlich noch ein bisschen Energie. Aber hier in dem Anstieg verballern wir natürlich auch viel. Da kommt der nächste Kollege. Ich lasse ihn mal innen vorbei. Bin mal ein fairer Sportsmann ausnahmsweise. So, der sprintet uns jetzt eh wieder weg. Da können wir nicht groß was machen. Also vom Energielevel her können wir sogar ein bisschen mehr investieren, als wir es bislang gemacht haben. Aber wirklich auch nur ein bisschen. Wir nehmen mal ein bisschen mehr Schwung mit als die Konkurrenz. Dann der 14. Platz jetzt, 15. Platz. Also das wird in den Top 20 wird es hier mit drei Fehlern im Einzel schon mal gar nichts werden. Und ich befürchte, dass die letzten beiden Schießen schlimmer werden. Aber den Puls haben wir dieses Mal auch ein bisschen zu hoch getrieben. Das ist ein ganz, ganz schwieriges Timing, was man da jetzt bei Insane an den Start legen muss. Auf dem, wie gesagt, höchsten Schwierigkeitsgrad. Ich erwähne das immer wieder, damit keiner auf die Idee kommt zu sagen, was spielst du da für einen Scheiß zusammen. Das ist echt schwierig. Gerade auch noch mit Nachladen. So, da ist der nächste Kollege hinten dran. Sprinten mal wieder. So, 191 dieses Mal der Puls. Das könnte ganz gut passen. Nein. Ach Gott, der erste, der war doch drin. Mann, Mann, Mann. Ganz, ganz bitter. Da war, der Puls war aber perfekt. Das Gewehr war ganz ruhig. Also da haben wir diesmal viel richtig gemacht, aber mit einem Fehler wird es wahrscheinlich auch wieder nicht weiter nach vorne gehen. Na, immerhin der 12. Platz. Gar nicht mal so schlecht. Energielevel könnte dann aber auch wieder kompliziert werden. Der Athlet steht. Eieieiei, nehmen die uns hier Zeit ab, das ist ja irre. Bislang, alter Schwede, der Beste mit drei Fehlern. Auch nicht schlecht. Aiden Miller wahrscheinlich läuferisch so stark. Ja, tschüss, ne? Schön war's. Verspesen nichts gewesen für uns. Er hat doch einen Raketenrucksack da vorne, das kann ich mir nicht anders vorstellen.
So, also wenn wir so mit Puls 183 oder sowas circa zum Schießen hingehen, also wirklich zu schießen anfangen, dann scheint das ganz gut zu sein. Müsste mir das im Video dann nochmal anschauen, wo der Puls jetzt gerade war, aber das Gewehr war perfekt ruhig zum Start. Da konnte man echt nicht meckern. Da sind schon sehr, sehr viele Schießfehler bei den Kollegen dabei. Weiß nicht, ob das bei Insane jetzt so normal ist oder... Auf jeden Fall sehr deprimierend, dass man auf der Strecke so völlig abgehängt wird. Okay, die gehen ins Ziel. Wir sprinten nochmal. Kriegen wir den Puls überhaupt so hoch? So, mit 89. Ich glaube, so ähnlich war das eben auch. Ein Fehler und wieder der erste. Also insgesamt dann 5 Fehler für den Wamsi-Michel. Das ist doch ein Fest für all meine Hater. So, das ist dann nur noch der 14. Platz. Und Energielevel, obwohl wir nichts gemacht haben den ganzen Tag, ist auch unter 0. Jetzt können wir aber hier mal hochsprinten wenigstens. Nehmen wir wenigstens mal ein bisschen Energie mit, aber furchtbarer Start, 5 Fehler. Da sieht man mal, das ist dann doch nochmal eine andere Liga. Aber gut, wir wollen uns hocharbeiten. Haben wir von vornherein gesagt. Ergebnisse, wenn wir dann mal Richtung Top 10 tatsächlich kommen, dann wissen wir es halt auch zu schätzen. So, unten werden wieder schön viele Fehler geschossen. Also 3 bei einem Schießen habe ich nicht geschafft. Immerhin etwas. Patriux schießt die 0. Wahrscheinlich mal ein Partyjux erlaubt. So, kurze Pause, damit ihr lachen könnt. Hat aber keiner gemacht, oder? So, Energielevel ist gleich weg. Aber das war jetzt auch zu erwarten. Nero hat auch seinen Spaß. Hat gerade wahrscheinlich mein Schießergebnis gesehen. So, dann können wir jetzt auch nochmal durchziehen. Da geht eh nicht mehr viel. Komm schon, Wamsi. Wenigstens Brand schaffst du noch. Jawohl, immerhin ganz, ganz knapp. 0,1 Sekunde vor Brand. Für uns dann der 15. Platz. Da sind tatsächlich noch einige schlechter. Wir gehen mal in den Brotkastenmodus und schauen mal, wie viele Leute da jetzt noch schlechter sind als wir. Bislang sind es nur 5. Ja, da ist keiner mehr schlechter groß als wir. Also ganz, ganz schwacher Start in die Saison. 5 Schießfehler zu viel. Wie gesagt, ich muss erst noch den Athleten auch ein bisschen kennenlernen, wissen, wie ich mir die Kräfte einteilen muss und mich auch an das Insane-Schießen natürlich gewöhnen. So, jetzt war wirklich gar keiner mehr schlechter als die Athleten, die schon im Ziel waren. Als wir reinkamen, doch jetzt sind 6 Stück. Also Apostolos Angelis, auf den Mann ist einfach Verlass. Der war nochmal schlechter. Jo, 33. Tippe jetzt mal auf Platz 35 zum Start. Einer kommt noch, der kommt auch relativ schnell hinter dem anderen, also wird das eine gute Zeit sein. Gabriel Stegmaier holt sich den Sieg vor Witzeslav Hornig und Rudi Spalodis. Also Stegmaier ist wieder mal der Stärkste. Der Wamsi-Michel dann auf Platz 35. Die Skitime 34,9 Sekunden waren wir dort hinter Raido Renkel. In der Shootingtime 15 Sekunden. Natürlich auch nicht gut. Das erste Schießen war sogar relativ schnell, aber da haben wir 2 Fehler geschossen. Dann das dritte war unser Bestes. Da haben wir nur in rund 11 Sekunden geschossen. Aber mit dem Athleten sehr, sehr schwierig. Ganz, ganz schwierig. Im Weltcup La Greit holt sich dort den Sieg vor Quentin Fillon-Maillet und Erland Bjøntegaard. Ibuprofen Cup geht an David Kromatz und Nikita Porschnev. Der holt sich den Sieg in der Liga, in die wir gerne mal aufsteigen würden. Irgendwann, falls es mal soweit kommen sollte.
Dann schauen wir jetzt nämlich mal rein in den Sprint. Wir haben kaltes Wetter und es gibt keinen Schnee, also nehmen wir die Rossengel Sonic Nummer 3. Die klingen gut. Ich schaue gerade mal, ob ich auch aufnehme. Sieht aber gut aus. Und dann gehen wir mal ins Rennen rein. So, weiter geht's. Ich musste nur wirklich schauen, ob ich nicht den Discord abgefilmt habe, aber ich habe wirklich kein anderes Rennen gestartet. Ihr seht es ja hier, 23 ist die Startnummer. Im Sprint, mal schauen. Zweimal schießen könnte uns vielleicht besser liegen. Laufleistung wird natürlich unterirdisch sein. Aber mal schauen. Wir können natürlich jetzt auch ein bisschen mehr Energie rausballern. Wir können in die Hügel reinsprinten. Ansonsten müssen wir natürlich aufpassen mit unserer Energie. Aber immerhin haben wir jetzt mal mehr Möglichkeiten, mit der Konkurrenz auch mitzuhalten, läuferisch. Und Kenmore ist ja keine besonders schwere Strecke. Alter Schwede, wie dieser blaue Balken da unten wegfliegt. Macht einfach keinen Spaß. Und wie kommt der Kollege denn trotzdem an mir vorbei? Schon ein bisschen unfair. So, diesmal werden wir wahrscheinlich in der Zwischenzeit gar nicht so schlecht sein. Nee, aber trotzdem letzter, auch nicht schlecht, obwohl wir richtig durchgesprintet sind. Stigmeier ja unten wieder mit der Null. Entschuldigung, Kollege, aber hier bin ich. Brandt auch mit der Null. Den Kollegen, den haben wir ja eben noch mit 0,1 Sekunde geschlagen. 2,3 Sekunden auf der Strecke zu verlieren, ist jetzt, glaube ich, erstmal auch gar nicht so schlimm. Und Raido Renkel, der da mit 0,3 Sekunden war. Läuferisch einer der besten anscheinend. So, jetzt haben wir den Puls auf jeden Fall richtig hochgeballert. Energielevel sieht aber echt noch ordentlich aus. So, müssen wir den Puls aber nochmal ein bisschen hochbringen. Könnte nicht noch höher gehen. Okay, dann ist es natürlich auch immer schwierig zu wissen, wo man am Schießstand jetzt unbedingt hinläuft, aber das sieht erstmal ganz ordentlich aus vom Puls her. Schade. Der war ganz, ganz knapp. Da habe ich auch relativ gut und sauber geschossen, aber vom Puls her könnte es echt passen, so den Athleten dahin zu bewegen. Verändert sich natürlich dann im Laufe der Karriere auch ein bisschen. Aber da war ich eigentlich ganz zufrieden gerade mit dem Schießen. So, für uns jetzt momentan 11,8 Sekunden. Der 19. Platz, also auch nicht wirklich toll. Aber wir haben immerhin vier Athleten hinter uns gelassen. Boah, Leute, Leute, ich sprinte übrigens auch. Nur so, damit man es weiß. Unfassbar, die Leute hier. Viele Erfolgserlebnisse werden wir wahrscheinlich nicht hinbekommen. Aber macht ja nichts. Wie gesagt, dann wissen wir es auf jeden Fall zu schätzen, wenn es dann irgendwann mal weiter nach oben gehen sollte. So, Kollege, geh mal weg. Ja, ich spare mir die Energie lieber. Unten Birkenthals und Leitinen jeweils mit der Null. Hier mit 15,3 Sekunden auf dem 19. Platz. Eine Strafrunde natürlich, wo man noch 6-7 Sekunden draufrechnen muss. Also beziehungsweise abziehen, dann wären wir trotzdem mit der Laufzeit schon fast 10 Sekunden. Also ein Schießfehler nochmal on top gerechnet. Mehr oder weniger. So, jetzt geht's zum zweiten Schießen. Ja, das könnte nur mal zu viel gewesen sein. Schauen wir mal. Jetzt wird wahrscheinlich das Gewehr schon ziemlich rumfliegen bei über 190. Ja, das war zu viel.
Sag mal, ich werde doch irgendwann mal die Null schießen können. Der letzte, da hat es dann wieder angefangen zu wackeln, weil der Puls zu niedrig war. Aber boah, das ist super, super schwierig, das alles richtig zu timen. Macht aber mega Spaß, das dann auch sich reinzufuchsen. So, dann jetzt leider nur der 20. Platz bislang. Es wird wieder eine sehr, sehr schlechte Platzierung für uns werden. Zwei Fehler im Sprint. Aber der Athlet, obwohl man hier reinsprintet, steht er halt trotzdem. Ist ja gut normalerweise, wenn es steht, aber nicht unbedingt am Anstieg. Puls von 198, also er ist kurz vorm Abnippeln. Jetzt können wir hier aber auch ordentlich durchsprinten überall. Niki-Level haben wir uns eigentlich ganz gut eingeteilt in dem Fall. Nach vorne wird wahrscheinlich trotzdem nichts mehr gehen. Sehr, sehr ärgerlich, die zwei Fehler natürlich. Müsste man so 12, 13 Sekunden mal abziehen, dann wüsste man, wo wir hätten sein können im Ziel. Hinter uns, na, wenigstens läuft jetzt erstmal keiner an uns vorbei. Das hätte ich nicht sagen sollen. Auch wenn keiner hinter uns läuft, wir werden trotzdem gleich überholt. So, komm, da hauen wir nochmal rein. Sekunden, so viel haben wir nicht verloren. Malinowski ist jetzt natürlich das Ziel. Vor dem wollen wir bleiben. Zum Glück gibt es jetzt hier keine ewig lange Strecke noch zum Ziel hin. Und dann schauen wir, Malinowski schaffen wir. Dann der 20. Platz. Stigma ja momentan wieder vorne. Jo, schwierig. Aber wir haben immerhin mal wieder vier Athleten zumindest hinter uns gelassen. Zwei Fehler. Heute auch nicht ganz so viele Schießfehler bei den Kollegen. Thorstein Stener sind allerdings mit vier Fehlern. Okay. Muss das sein? Machen wir halt so. Sieht irgendwie auch ganz nice aus. Dann haben wir wieder sechs Athleten hinter uns gelassen. Ich habe alle deutlich mehr Fehler geschossen. Aber man sieht schon, hier ist die Grenze so zu den zwei, drei Fehlerläufern, die trotzdem aber 12 Sekunden schneller sind als wir. Das ist schon Wahnsinn. Unsere Leistung war gar nicht so schlecht. Acht Athleten hinter uns. Da kann man, glaube ich, echt mit leben. Platz 32. Und Platz 33. Ja, unser bestes Weltcup-Ergebnis mit Platz 33 als junger Athlet. Können wir damit doch mal leben. Skitime war jetzt im Sprint auch gar nicht so schlecht. Ich glaube, die Kräfte haben wir uns auch wirklich gut eingeteilt. Shooting Time war beim ersten Schießen wirklich gut. Da hatte ich auch ein echt gutes Gefühl, da sind wir gut weggekommen. Beim zweiten Schießen war natürlich dieses Uiuiuiui, weil der Puls zu hoch war am Start. Das hat ordentlich Sekunden gekostet, das ist nicht optimal. Aber das werden wir alles nicht immer gut hinbekommen, aber zumindest besser hinbekommen als jetzt. Nächste Folge gehen wir dann in die Verfolgung rein. Ne, gehen wir nicht rein, gell, weil wir uns nicht qualifiziert haben, bevor ich das jetzt wieder sage und dann wieder eines Besseren belehrt werde. Also wir sind nicht in der Verfolgung dabei, deswegen können wir das Rennen schon mal gleich skippen. Die anderen interessieren uns nicht so sehr. Wir gehen mal in die Wertungen rein vom Juniors Cup. Da sind wir momentan auf dem 36. Platz mit 14 Punkten. Immerhin haben wir mal ein paar Punkte geholt. Das ist schon ein ordentlicher Abstand zu den Aufstiegsplätzen, aber das wird dann vielleicht in der nächsten Saison vielleicht, deswegen sage ich auch dauernd vielleicht, unser Ziel und vielleicht dann auch möglich sein. Im Sprint in Hochfilzen geht es dann in der nächsten Folge weiter. Ab nach Österreich ist es frostig und es schneit. Und dann freue ich mich, wenn ihr da wieder mit dabei seid, die Daumen drückt und natürlich auch, ich sage es nochmal, mit auf den Discord-Channel rüberkommt. Sehr coole Community, die dort auf euch wartet. Die machen den ganzen Tag nichts anderes. Die sitzen da, drehen Däumchen und warten nur auf euch, nur auf dich. So, so ein bisschen wie Uncle Sam. Also, euch noch einen schönen Tag und dann sehen wir uns beim nächsten Rennen wieder.